Guten Morgen zu Tag 2. Wir sind immer noch im Brandnertal und heute geht's auf die Strecken. Wir werden jetzt ganz gemütlich frühstücken. Ich habe mir einen Tee gemacht, weil eigentlich hätten wir eine Kaffeemaschine mitnehmen können, so eine kleine. Aber wie ihr wisst, wir sind ja im Camping-Game noch ziemlich neu und wissen da noch nicht alles und haben noch nicht alles so herausgefunden. Die erste Nacht war mega. Ich habe mega gut geschlafen und das Bett ist grandios, also kein Vergleich zum Dachzelt im Transit. Wir nennen den Transit übrigens immer Detlef. Also wenn ihr Detlef hört, dann ist meistens der Transit gemeint. Ja, wir werden gemütlich frühstücken, machen uns fertig und dann geht's ab auf die Strecken. Nach der ersten entspannten Liftfahrt sind wir dann erstmal auf die blauen Lines gestartet. Von der Mittelstation gehen schon einige Strecken ab, allerdings gibt es oben auch noch einige Trails und noch einiges an Single Trails, was wir uns heute auch noch anschauen wollten. Ganz schön Bremswellen drin, ne? Müssen wir Platz machen, hier kann man echt schlecht bremsen. Ach, da ist blau. Chucklin und GoPro Woods. Das habe ich noch nie gesehen. Michi fährt die rote Enduro. Ja, das ist bestimmt schlimmer als das. Okay, und ich fahre jetzt hier für euch einmal die GoPro Woods. Da habe ich mir extra die GoPro 12 angeschnallt. Ja, das ist ja Märchenwald hier. Ich glaube, man sollte hier nicht zu schnell langballern. Schön kontrolliert. Ein paar Pedalkicks geben. Aber es ist eigentlich chillig, das ist echt wie Märchenwald fahren. Gefahr, Danger? Wegen dem oder was? Das war's? Hey, das ist gar nicht schlimm. Das machen wir nicht nochmal. Also ganz wieder da auf den Weg. Das ist super kurz. So, mal die Michi aus dem Enduro-Wunderland abgeholt. Ich hatte definitiv, glaube ich, die entspanntere Runde hier. Guten Schiss. In den unteren Abschnitten vom Bikepark treffen sich dann einige Strecken wieder und laufen zusammen. Hier unten gibt es dann eine blaue Line, eine rote und sogar eine schwarze mit Drops oder eine Abzweigung auf ein Luftkissen, wo ihr dann Springen trainieren könnt oder sonstige Tricks. Unglaublich schwer, die Drops hier einzuschätzen. Viele, wir haben von da, vom Van aus, viel beobachtet und viele fahren die viel zu schnell. Daumen drücken, dass der Wind passt, Leute. Zu schnell tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht.
Nach der ersten Abfahrt stand uns der Sinn irgendwie mehr nach Singletrails als nach Bikepark. Also haben wir uns auf die Suche gemacht nach dem zweiten Lift, der uns dann nach ganz oben führen sollte, um zu den Singletrails zu gelangen. Vielleicht richtig zu wissen, keine Talfahrt mit dem zweiten Lift und E-Bike nur mit ausgebautem Akku. So Leute, wir sitzen im zweiten Lift. Eben habe ich schon unten euch kurz gesagt, hier gibt es keine Talfahrt. Also man muss dann irgendwie wieder runter. Wir sind eigentlich jetzt sozusagen auf der Suche nach den Singletrails, weil die anderen Strecken hier, ne, die findet ihr sofort. Also von der Mittelstation gehen dann drei Strecken schon direkt ab. Dann unterteilt sich das nochmal in so Zwischensegmente. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir alles schaffen zu fahren zeitlich heute und morgen. Ich habe es eher so eingeschätzt, dass der Park doch ein bisschen kleiner wäre, aber irgendwie gibt es doch viele Streckenvariationen. Mit dem Lift geht es jetzt hoch, da gibt es dann auch zwei reguläre Strecken, aber auch die ganzen Single Trails irgendwie. Und die wollen wir ein bisschen mal erkunden, weil wir haben irgendwie Bock auf Single Trail, ne? Ja. Dass ich das mal sage, dass ich Bock auf Single Trail habe. Ha, ja. Wir fahren mal hoch und dann melde ich mich wieder. Dankeschön. Ja. Da unten ist links ist eine Karte, glaube ich. Hier brütet Auerwild. Fahrverbot. Ein paar Trails sind leider gesperrt, wie ihr gelesen habt. Irgendwas brütet hier. 15. Juni ist zwar schon vorbei, aber die sind auch noch am Buddeln hier. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen Umweg fahren. Man hätte natürlich auch schlau sein können und sich vorher informieren können, welche Trails offen haben, welche nicht. Aber dafür wurden wir hier mit diesem Panorama belohnt, Leute. Echt krass. Mega, mega schön einfach. Ich nehme mal aus wie gemalt in den Bergen. Ich liebe das. Ja, wir machen es jetzt auf den Weg. Gucken mal. Eine kleine Sightseeing-Tour. Das ist leider zu. Umleitung, way around. Da fahren wir jetzt mal gucken. Wir müssen jetzt hier die Umleitung fahren über den Schmalz. Bödeli Trail, Transferstrecke. Ist leider rot. Wir wollten Shared eigentlich. Trail auch. Ja, ist alles Shared Trail. Das heißt, wir müssen vorsichtig fahren, Rücksicht nehmen. Bin noch nie ein Shared Trail gefahren, glaube ich. Oder sind wir schon mal ein Shared Trail gefahren? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ja, schade, dass die nicht auf ist. Die sah immer ein Video richtig geil aus. Mal gucken wir mal. Vielleicht haben wir morgen Glück. Okay, probieren wir mal, ne? Shared Trail, sieht man dann die Fußgänger zumindest frühzeitig? Ja, hier lang, okay. Ich bin schon gespannt, wo wir hier auskommen. Hier ist jetzt das Transferstück, Leute. Am besten ist, macht euch die Karte aufs PDF, aufs Handy, denn irgendwie gibt es keine weiteren Karten mehr hier und zumindest nicht was Bike-Strecken angeht. Leute, wir sind da. Paar Fins Trail und alte Stadt Trail. Eigentlich wollten wir blau fahren, den Paar Fins Trail. Allerdings haben wir keine Ahnung, ob unsere Gravity Card unten an den anderen Liften da unten läuft, an dieser Panoramabahn. Deswegen werden wir jetzt den alte Stadttrail nehmen bis zum Schluss. Ist auch ein Shared Trail, rot. Und dann von dort aus ein Stückchen hochpedalieren. Und dann könnte man theoretisch mit einer ganz normalen Straße zurück zum Park. Das ist der Plan. Alte Stadttrail, rot. Shared Trail, ab 17 Uhr zu. Wegen hier. 3,5 Kilometer lang, viel Schotter, ist gar nicht mega viel gebaut, aber auch mal interessant. Hoffe immer noch, dass wir hier richtig sind. So ganz wissen tue ich es nicht.
etwas Abstand lassen. So, den fand ich echt cool gerade. Langsam in Österreich-Modus, Leute. Ich merke das schon. Abschnitt. Das sind sehr, sehr viele Teilabschnitte. Auch tretlastig tatsächlich. Und ein bisschen pushen. Boah, ey. Hätte ich noch einen Enduro-Fahrer hier. Hier kommt schwarz runter, hier geht rot weiter. Ich hatte allerdings jetzt so die Vermutung, dass das alles ein bisschen schwieriger wird jetzt hier gegen Ende. Guckt euch das an. Könnte man am besten jetzt so ein bisschen Hinterradversetzen machen. Was? Ich hätte nicht so der Pro bin. Ganz, ganz beschissene Linie gefahren. Wir haben nur Carbonlaufräder, Leute. Vorne ist endlich eine Karte. Aber ich glaube, das Ende der Trail. Das war der alte Stadttrail. Okay, doch, wir müssen die Straße hoch und dann links auf die Forstweg und dann rollen wir nur noch runter zum Parkplatz. Oh, geil, guck mal. Ach, wie krass. Guck mal, Leute, wenn man dann zurück zum Bikepark fährt, wird man hier mit so einem kleinen Wasserfall noch belohnt. Mega geil. Richtig geil kalt. Ich will mich reinlegen am liebsten. Mega, mega schön, Leute.
Boah, ich hab echt Bock, hier morgen Eisbaden zu gehen. Das ist kein richtiger Platz, also ich weiß nicht wo. Da an die Steine setzen einfach. Also Leute, wir sind mal wieder im Lift, haben kurz was getrunken und schauen uns jetzt noch ein paar andere Strecken an. Der Single Trail hinten ist auf jeden Fall cool, dass man so ein bisschen Abwechslung hat, auch zu dem ganzen Bikepark-Kram. Leider sind wirklich viele Strecken gesperrt. Sowohl Single Trails-Abschnitte sind gesperrt, als auch Bikepark-Lines sind gesperrt. Und deswegen ist nicht möglich, alles zu fahren. Aber davon gibt es ja auch viele, viele andere Videos. Die sind auf jeden Fall kräftig am Bauen. Hier im Hintergrund sieht man, dass sie am Bauen sind. Und die machen irgendwie viel, viel neu, was ja immer ein gutes Zeichen ist. Ich bin gespannt, wie die anderen Lines sich jetzt anfühlen. Und ja, wir sitzen im Lift. Wir haben übrigens mal auf die Uhr geguckt. Wir sind jetzt schon, jetzt geht der Lift dann noch aus. 9 Minuten sind wir schon im Lift und wir sind noch nicht ganz oben. Finale Zeit wissen wir später. Jetzt mal die eigentliche Zwiebeltrappe. Die finale Zeit beträgt übrigens ungefähr 15 Minuten, wenn ihr hochfahren wollt. Das ist nicht besonders schnell, aber eigentlich auch ganz gut, um so eine kleine Pause zu machen im Bikepacktag. Check the Ripper! Übrigens Leute, mit den Kühen hier, ne? Das ist echt Programm. Also Achtung, Kuh ist Programm. Ah, okay. Den Jack the Ripper Trail kann man als Freeride Line bezeichnen. Hier sind schon einige große Sprünge drauf zu finden, die für uns jetzt auf der ersten Abfahrt echt eine Ansage waren. Nichtsdestotrotz super schön gebaut und ich glaube, wenn man hier öfter runterfährt und sich so ein bisschen rantastet, dann macht diese Line richtig, richtig Bock. Leider war ab der Hälfte ungefähr eine große Baustelle, die auch irgendwie technisch anspruchsvoll war zu fahren. Wir gehen weiter auf unsere Erkundungstour. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen Baustelle. Das ist ja richtig technisch. Abschnitt blau sind wir noch gar nicht gefahren, Leute. Deswegen das Ding mal zu Gemüte führen. Da oben, das ist einfach das Gerumpel vor dem Sprung, wo sich mein Vorderrad so komisch anfühlt. Tja Leute, die Wolken ziehen sich langsam zu und wir kommen zum Bikewash. Ja, wir machen es auf jeden Fall uns jetzt noch gemütlich und lassen den Abend gemütlich ausklingen. Denn das war ja erst Tag 1 und wir haben ja noch einiges vor. Und da kann man es ja nicht übertreiben. Ja, wir hätten jetzt noch vielleicht einmal hochgekonnt und noch eine Abfahrt zu machen oder so. Aber egal, die letzte Abfahrt ist ja immer Quatsch, ne? Deswegen immer nur eine vorletzte machen. Wir werden jetzt die Bikes trocknen lassen, dann mache ich die gleich hier fest und so weiter. Und dann werden wir uns gleich gemütlich was zu essen machen und auch mal überlegen, wie es weitergeht. Ob wir morgen noch überhaupt hier fahren
Das weiß ich gar nicht, aber wir geben gleich mal so ein gemeinsames, gesammeltes Feedback und erzählen, wie wir es fanden. Wir haben die Fahrräder wieder an den Van gepackt und sind ja an einem Wasserfall vorbeigekommen. Und irgendwie hat es mich da doch gereizt, halt mal Eisbaden zu gehen. Und deswegen, bevor ich mich jetzt gleich unter die Dusche schmeiße, geht die Michi Eisbaden. Ich garantiert nicht. Hey, du wolltest aber unbedingt. Ich guck dir zu. Wie, du guckst mir zu? Ich guck dir zu beim Eisbaden. Ah, ja, weil die Sache ist die, wenn wir jetzt gehen, dann haben wir noch ein bisschen Sonne und vielleicht kriege ich dann die Klamotten zumindest halbwegs trocken, wenn ich die auf dem Van oben aufs Dach lege oder so. Jo, schauen wir mal, ob ich eine Stelle finde, wo wir reingehen können, weil ich habe übelst Bock. Das Wasser ist richtig kalt, frisch aus dem Berg. Das ist bestimmt mega und danach bin ich dann auch wieder ja, ready für den Abend. Wir sind am Wasserfall angekommen. Jetzt gehen wir mal gucken, ob ich eine Stelle finde, ohne zu stürzen auf dem Weg dahin, wo man sich so ein bisschen reinsetzen kann. Mal besser als in der Eistonne. In der Obi-Tonne. Ey, da könnte ich mich dran gewöhnen. Stell dir vor, man könnte das jeden Morgen machen. Einfach da rein. Es ist allerdings durch das fließende Gewässer viel kälter als in der Tonne. Das ist was ganz anderes. Wir kraxeln wieder zurück. Boah, ich bin richtig happy. Also, da hat gerade Bikepark Brandnertal richtig krass Pluspunkte gesammelt bei mir, weil das im Sommer war mega. Also, ich habe gerade gesagt, Bikepark Brandnertal hat gerade richtig Pluspunkte bei mir gesammelt. Zum Schlussfazit, ja. Weil ich habe gesagt, wir wollen später noch ein Schlussfazit geben, weil wir erst ja jetzt gar nicht so super angetan waren, aber... Das ist schon echt cool. Das ist schon echt geil. Mega, mega geil. Ich habe mich nicht vorbereitet, ich habe keine Sachen gehabt. Hättest du sonst nicht gekauft? Vielleicht mal hingesetzt. Ja, dann gehen wir morgen noch mal, bevor wir wegfahren. Ja? Okay. Okay. Ja, wir kraxeln mal zurück, Leute. Und dann geht's, ja, 16. Ja, Abendessenszeit ist leider noch nicht. Irgendwie ist, wenn man so im Van ist, die Zeit ein bisschen anders. Man möchte gerne, also man bleibt irgendwie nicht so super lange wach, habe ich das Gefühl. Aber also ich könnte schon viel früher schlafen gehen immer, so von meinem Empfinden her. Und deswegen denke ich immer, jetzt ist gleich Abendessenzeit, aber ist noch gar nicht. Aber ja, wir chillen jetzt gleich ein bisschen und ich muss mich kurz konzentrieren. Und dann gibt es nachher noch Abendessen. Ja, dann geht's in die Nacht. Aber wir laufen jetzt erstmal gemütlich zurück. Und dann hoffe ich, dass ich noch ein paar Stündchen ein bisschen Sonne habe, dass die Klamotten noch halbwegs trocknen können bis morgen.
mittlerweile 19 Uhr und machen gerade ein bisschen Essen. Bei uns gibt es heute Abend ganz easy peasy, weil wir nicht großartig einkaufen waren, Löwenanteil mit 2 Packungen Reis und das war es auch schon. Dazu ein bisschen nachgewürzt, vielleicht ein bisschen Brot dazu und das war's. Ganz, ganz entspannt. Morgen, wenn wir auf dem Weg nach Sölden sind oder wo auch immer wir hinfahren, ich weiß ja immer noch nicht, wo wir hinfahren, dann gehen wir auf jeden Fall nochmal richtig einkaufen und dann schauen wir mal, was wir die nächsten Tage so kochen werden. Der Tag geht zu Ende. Wir machen es uns gerade hier gemütlich, aber wir müssen natürlich auch die Michi fragen, wie sie jetzt den Bikepark Brandnertal heute gefunden hat. Also Bikepark Brandnertal, vom Panorama her finde ich es bis jetzt den schönsten Bikepark, wo wir waren. Okay. Weil egal wo man ist, es sieht schön aus, wunderschön. Und ganz oben ist halt echt krass. Camping ist auch sehr schön, wunderschöne Aussicht und Duschen, Toiletten auch Duschen, top. Toiletten, mega unkompliziert. Das Einzige, was noch fehlt, wäre so ein Supermarkt. Dann wäre das perfekt, weil für den Supermarkt müssten wir, glaube ich, nach unten ins Tal und ja, das ist schon weit. Ja, irgendwie so ein Minishop, das wäre schon noch irgendwie cool auf jeden Fall. Ja. Ich muss auch sagen, landschaftlich und so weiter, auf jeden Fall schön. Ich glaube auch zum Wandern ist das ein mega schöner Spot hier. Bikepark-technisch ist es so, ja, so eine 5 von 10, würde ich sagen. Nicht ganz so geil und also auch nicht ganz kacke oder so, ne? Aber war jetzt nicht so mein Fall. Kann auch sein, dass das manchen Leuten übelst gut gefällt. Und es war auch viel gesperrt, muss man auch sagen. Also von ganz oben konnten wir gar nicht fahren. Wir konnten nur ab der Mittelstation fahren, die Strecken. Und da war auch sehr viel kaputt. Viel wurde noch gebaut zwischendurch. Also vielleicht schmälert das auch so ein bisschen das Erlebnis, aber wir haben ja morgen nochmal. Ja, vielleicht hatten wir Pech auch. Die besten Lines waren vielleicht zu, wer weiß. Aber in Österreich ist immer noch für mich Saalbach aktuell die Nummer 1. Und weiß nicht, bisher konnte das nichts ändern. Allerdings ist da Camping zum Beispiel voll schwer und nicht so geil, ne? Also alles in allem würde ich auf jeden Fall sagen, Bikepark Brandnertal, oh ja, danke fürs Feedback. Ja, ne? Schön. Bikepark Brandnertal ist auf jeden Fall ein Besuch wert, kann man mal machen. Vielleicht so auf der Durchreise, so einen Tag oder zwei. Eigentlich wollten wir nach Sölden weiter. Ob das dann noch so ist, werden wir sehen. Mal schauen, wir haben auch noch keinen Campingplatz oder sowas gebucht. Darum müssen wir uns ja auch noch kümmern. Aber ja, wir machen es uns jetzt bettfertig auf jeden Fall. Ich muss noch schnell hier Daten sichern. Das ist jeden Abend der Hustle, Leute. Immer die Daten zu sichern. Aber das kenne ich ja schon. Ich bin auf jeden Fall richtig happy, dass wir diesen Camper hier haben. Und leider habe ich jetzt schon Bock, selber sowas zu haben. Das wird, Teuer. Da müssen wir, also ich weiß noch nicht, wie wir das realisieren sollen. Das muss nicht so einer sein, ne? Aber das ist ein anderes Thema, da sprechen wir bestimmt nochmal drüber. Und lasst gerne ein Abo da, wir sehen uns im nächsten Video und dann schauen wir, was der nächste Tag bringt. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.